Ach ja, welch ein herrlich schöner Morgen. Ein herzliches Willkommen zurück. Eine neue Folge. Stopp. Herzlich willkommen zurück hier. Schickmick. Jawohl, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ein paar Tage nicht aufnehmen können. Aus arbeitspolitischen, technischen Gründen. Ich habe die Taschen vollgepackt mit Kram. Das hat aber auch eine ganz große Bewandtnis. Und zwar habe ich ein bisschen was gearbeitet in der Zeit, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich faul war. Wie gerade erwähnt, war ich arbeiten ohne Ende. Also sowohl als auch beruflich, als auch im Nebenjob als Baumeister. Ja, ich habe nämlich einen Auftrag bekommen von den Bewohnern dieses Ortes hier. Die wollten unbedingt ein paar Gäste einladen, ja? Die wollten unbedingt ein paar Gäste einladen. Und dann ist es natürlich so, dass Gäste natürlich was zum Schlafen brauchen. Das wisst ihr ja, ne? Gäste brauchen ja einen Schlafplatz. Und deswegen habe ich da hinten mal angefangen, hier nochmal eine kleine Behausung. Hallöchen, Schafe, na, guten Morgen. Eine kleine Behausung zu bauen. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Ommel lässt wieder alle Türen auf. Und zwar, die Werkbank kommt natürlich noch weg. Und zwar wird es dann so werden, dass ich, warte mal, ich da reinkrümel gleich, dass ich hier ein kleines Hotel habe. Ne? So sieht es nämlich aus. Hier kann man nämlich in die Zimmer reingehen. Mal gucken, hier so, kleiner Platz. Hat jeder eine kleine Truhe natürlich, einen Schlafplatz, ein Fenster, ja, hier natürlich jetzt mit leichter Lärmbelästigung. Dafür haben die auf der anderen Seite den herrlichen Blick über den See. Die Zimmer kosten hier natürlich dann ein bisschen mehr. Die kosten 3/18 und da hinten die nur 2/6. Ne? Die Preise könnt ihr euch merken, werden später noch an der Tafel angeschlagen. Und jeder, der da mal Lust hat, kann gerne mal hier reinschauen. Also nimmt sich ein Zimmer für 4 Plätze, habe ich hier. Ich habe 4 Plätze. Und da kann jeder gern mal kommen und Hallo sagen. So, ne? Hier auch wieder das eins von den teuren Zimmern. Und ja, so ist das hier. Da oben natürlich mit Belüftung, weil ich habe extra oben ein bisschen offen gelassen. Das sind auch Raucherzimmer mit dabei. Also es darf auch hier geraucht werden. Natürlich. Und ich war dabei, das Dach zu machen. Und habe gemerkt, dass ich hier auf dieser halben Stufe natürlich irgendwie Scheiße baue. So ungefähr, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen muss ich hier oben nochmal umdenken. Und eigentlich von hier oben anfangen weiterzubauen. Ja. So ist es. Ja, genau. Und das ist mein Hotel. Es kommt hier noch oben eine zweite Etage. Ihr seht, da ist noch Platz. Ja, also es werden später noch mehr Gäste eingeladen und Bewerbungen werden gerne angenommen. Also ich werde mich auch mal hier an den Bau von dem Dach mal machen. Brauche einen neuen Fußboden jetzt. Futter haben wir genug und ich brauche, glaube ich, eine Axt. Ich glaube, meine Axt war kaputt gegangen. Ja. Ich habe aber so viel Zeug dabei. Ich will aber die Kühe gleich nochmal draußen ein bisschen glücklich machen. Deswegen nehme ich das mit. Roter Farbstoff. Ich muss mal sortieren später mal. Ich weiß, es ist durcheinander bei mir, aber das ist normal. Das ist das gewünschte Durcheinander. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn das gewünscht ist, dann ist es ja so, dass es gewollt ist, ne? Und nichts wäre schlimmer zu sagen, Omme hat keine Ordnung. Genau. Gehen wir her, die Stückis. Und so. So haben wir das. In meinem Stream auf der Insel, ich streame ja sehr, sehr gerne, da dürft ihr gerne mal in der Videobeschreibung, unten ist mein Streamkanal, auf twitch.tv habe ich einen Streamkanal. Da streame ich immer mal wieder die Insel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit reinschauen würdet auf der Insel. Und zwar versuche ich immer sonntags einen Stream zu machen. Es ist aber auch so, dass das manchmal aus familiären Gründen nicht immer funktioniert. Aber doch habe ich das gut abgesprochen und getimt, dass ich normalerweise immer so, ich sag mal,
ich sage mal, dass ich sonntags schon streamen kann, ne? Von 12 bis 2. Oh, schön. Nvidia-Fehler. Mitten in der Aufnahme ein Nvidia-Problem zu haben, ist natürlich nicht schön. Jetzt frage ich mich aber, warum? Ich frage mich jetzt so direkt mal, warum? Ja, eigentlich wollte ich das ersparen und die Fehlfunktion aufheben. Oh, schwarze Bildschirm. Schwierig. Eigentlich wollte ich das aufheben für die Streamies. Aber leider Gottes haben wir jetzt einen kurzen schwarzen Bildschirm. Ich muss mich gleich nochmal einloggen. Guck mal hier, es ist ja gar nicht so langweilig. Lalalala. Hier sind die Zimmer für 3 Achtzehntel und hier für 16 Siebzehntel. Ja, ich habe einen Nvidia-Fehler schon wieder. Das lädt aber jetzt ganz schön lange. Jetzt will er mich aber bescheißen hier. Guck mal, da. Haha, da habt ihr jetzt nichts gesehen. Ne? Hallo, kleiner Omme. Ja, jetzt machen wir mal eine Aufnahme mit Epic Fail. Warte mal ganz kurz, ich muss mal... Ich glaube fast... Ich habe eben dran noch einen Browser laufen. Oh Mann, ey, die machen aber Rabbel. So, kommt her. Ihr lieben Friedas. So, jetzt geh weg. Geh weg. So, alle da drin. Ich glaube fast, es ist ein bisschen eng geworden in dem Stall. Stopp, 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 stopp. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Jetzt. Ihr seid unerlaubt raus. Ihr seid unerlaubt raus, ne? Lö. Ich werde mal mein ganzes Stroh los. Und ich muss die nachher nochmal ein bisschen dezimieren, glaube ich. Die Schafe. Ja, die machen sich nämlich hier gerade ein bisschen breit. So, jetzt bin ich alles losgeworden. Jetzt geht mal hier weg. Weg da. So. Okay. Das war jetzt nicht meine Absicht, hier zu zeigen, wie ich Kühe schubse. Es sind auch fast ein paar viele. Okay? Es sind fast ein paar viele, aber ich kann es nicht ändern. Es ist halt so. Ich habe den CUDA-Shader wieder angemacht und schon habe ich wieder einen Fehler. Kann ich schlafen? Nein, 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 nein. Okay, dann muss ich noch was arbeiten. Die Schafe hier vorne sind auch ein bisschen laut. Die werde ich mal auf jeden Fall mal woanders hinpacken. Und ich muss die Decke abbauen, weil die ist zu niedrig. Ich muss mit der Decke noch eins hoch. Weil diese halben Stufen sonst... Ich habe das gemerkt beim Bauen. Die blockieren mich. Die blockieren mich in meiner kreativen Arbeit am Hotel. Fast hätte ich mich verplappert. So. Jetzt gehe ich nochmal gucken, ob ich schlafen gehen kann. Und ich hoffe natürlich... Warte. Vielleicht geht's so besser. Ja, mit geschlossener Tür schläft sich auch leichter. Gut. Also, da sind wir wieder da. Wunderschönen guten Morgen. Hallo, Chippies. Ich brauche Leder, ne? Haha, Leder. So, hier oben müssen wir noch ein Stockwerk aufbauen. Und ich überlege, mit was ich das mache. Ob da auch ein weißer... Ach, ob da auch ein weißer Boden mit reinkommt. Ey, Leute, das ist doch kacke Mist. Das ist doch kacke Mist. Das will ich nicht so. Oh Mann. Ich hasse das. Ich hasse diese OpenGL-Fehler. Warum ist das so? Warum ist das so? Das ist dieser CUDA-Shader. Irgendwann mal wird mir einer schreiben, ja, das liegt an dem und dem. Ich habe auch schon SRI deaktiviert. Der Stream hat letztens wunderbar funktioniert. Ich lade jetzt gerade nur noch nebenbei ein Video hoch. Vielleicht machen wir mal hier ein To-Do, wie man es besser macht. Vielleicht kann mir irgendeiner schreiben, hey, weißt du was, Omme? Du machst hier den und den Fehler. Sei mal so lieb, drück und das, ne? Ich geh wieder hier drauf. Ich war mal eingeladen bei Stefan, genau. Aber, wieso? Wieso, wieso? Und wieso? Jetzt mach ich mal die Musik aus. Vielleicht hilft es ja schon. Ja, also. Echt. Voll doof. Mach mal auch einen weißen Fußboden oder färben wir den ein? Ich habe ja Farbstoff geholt. Und könnte den Fußboden einfärben. Für oben. Dann könnten wir dann irgendwie rot machen oder sowas.
Und ja, wir könnten den rot machen und auch die Scheiben und dann hätten wir doch einen Grund. Warte mal, 32. Wie geht denn das hier? Färben. Rote Wolle. Kann ich die auch halbieren? Nee, natürlich nicht. Ich habe aber nicht so viel Farbstoff. Was haben wir denn noch dabei? Hier ist es noch ein bisschen. Hier können wir noch was Rotes machen draus. So. 32, ja. Dann machen wir doch da oben mal rot alles. Mal gucken, wie viel GL-Fehler wir in dieser Folge fabrizieren. Ach Mist. Nein. So, wir werden. Wir werden hier einen Fußboden einziehen. Ich glaube fast, dass die Wolle nicht reicht. Die Wolle und der rote Farbstoff, die werden nicht reichen. Wir könnten aber auch in den Zimmern quasi. Ich brauche eine Schere, sehe ich gerade. Ich brauche eine Schere. Ich könnte oben in den Zimmern den Fußboden anders machen. Da hätte ich von der roten Farbe noch ein bisschen was übrig. Hab ich keine Schere? Dann muss ich eine Schere bauen, ne? Ich habe so viel Zeug dabei. Warte mal. 3 Stück brauche ich dafür. So. Nee, da. 2 Stück reichen doch. Verdammt. Ich habe zu viel Mist dabei. Ich lasse hier, und zwar die Wassereimer. Die brauche ich jetzt nicht. Die Scheiben brauche ich jetzt noch nicht. Und den Ofen auch nicht. Genau. Ich brauche aber jetzt auch das Eisen nicht. Gut, ich gehe nochmal rüber. Man kann das, ich glaube, die Wolle viel leichter schneiden mit der Schere. Ich würde gern die Decke hier. Die Decke. Ach. Lalalala, Schnitt, Cut. Die Decke würde ich ganz gerne anders machen. Und hier den Fußboden nicht rot vielleicht. Machen wir eine andere Farbe. Vielleicht auch ein weißer Fußboden und eine rote Decke. Wir gucken mal. Weil ich habe nicht so viel Rot, sehe ich gerade. Und da brauchen wir doch ein bisschen was. Damit dann die Decke rot wird. Und der Fußboden hier. Im Flur jedenfalls. Was wir mit den roten Sachen hier wohl vorhaben. Es wird auch nichts. Nein, Kinder schauen zu. Es wird einfach nur die rote Wiese, die rote Spielwiese. Für jung und alt. So, toll. 6 Stück fehlen noch. Ich brauche Farbe. Schöne Shit. Außerdem brauche ich natürlich einen Weg nach oben. Und wie könnte der besser gestaltet werden mit einer Treppe? Ja, das müssen wir hier machen. Hier kommt die Treppe dann hin. Ja, dann lassen wir hier einfach frei ein bisschen. Und so, dass als wäre nichts passiert. Jetzt brauche ich noch eins. Verdammt, ich brauche noch eins. Ich brauche rote Farbe. Habe ich noch was gehabt? Ach, ein Jammer. Natürlich nicht. Okay, dann werden wir mal das Rote verschieben auf anders mal und machen erstmal die Treppe fertig. Können wir vielleicht mit Halbstufen das machen? Reicht es? Das reicht natürlich nicht ganz, ne? Vielleicht machen wir nicht mit Halbstufen, sondern mit Treppenstufen. Ich glaube, dann kommen wir nämlich auch hin. Müssen wir mit Treppenstufen machen. Ich dachte, es reicht. Aber eine helle Treppe mache ich hier rein, ne? Keine dunkle. Eins, zwei, drei. Kartoffelbrei. So. Treppe Behilfsstücke. Nee, das so klappt das nicht. Nein, Bau-Epic-Fail. Bau-Epic-Fail. Wir machen es andersrum. Wir gehen von hier aus rüber, ne? Gell? Wir gehen von hier aus hoch, ne? Von hier aus gehen wir hoch.
Genau. Genau. Da und da. Ja, war doch jetzt ganz leicht, ne? Oder? Also, da war doch fast ganz leicht. So, dann gucken wir mal, ob wir hier unten drunter noch irgendeine schöne Sache hinstellen. Auf jeden Fall kann man hier so hoch, schwuppdiwupp. Aber eins fehlt sogar noch. Warte mal, da muss noch eins drauf. Genau. Und hier wäre jetzt eigentlich schon das neue Zimmer, deswegen kommen hier Steine. Das ist die Mauer von der Wand. So, und jetzt könnten wir den Fußboden belegen mit Weiß. Siehst du? Dann sind die Zimmer wenigstens recht freundlich. Und nicht so, So, guck mal da. Siehst du? Dann kann man da hoch und dann, jo. Hier ist aber so arg dunkel, ne? Hier ist aber arg dunkel. Nein, wir machen nicht Klick-Klack. Ja, dann bauen wir hier oben mal nochmal weiter ein bisschen. So. Jetzt haben wir nur noch 4 Stück. Und der Rest noch. Wir müssen noch ein paar Schafe scheren. Ein paar geschorene Schafe herstellen. Und dann wird dieses schöne Hotel für euch bald fertig. Und ja, dann gucken wir mal, ob auch Gäste einziehen. Und apropos, ob Gäste einziehen, ich werde mal für die Dorfbewohner, Dudes da unten, auf jeden Fall nochmal zwei, drei kleine Hütten bauen. Weil nämlich die haben das verdient, auch anständig zu wohnen. Und auch der Kleine, der Neue, der da ist, der will ja auch eine schöne Bleibe haben. Und da haben wir ja das Haus angefangen. Dieser eine rote Pömpel da jetzt, der stört. Wir haben ja drüben sein Haus angefangen, da gucken wir nochmal. Also, schönes Hotel wird das hier. Ein Stockwerk geht noch rauf. Nee, nee. Ja, wir könnten noch ein bisschen Wolle herstellen. Oh, stopp, falsche Taste. Mal gucken, wie viel bei rausspringt aus den Wollknäueln hier. Gucken wir mal. Mit den Anlaufschwierigkeiten von der Aufnahme sind wir jetzt mittlerweile schon am Ende einer Folge angelangt. Boah, ist hier viel los. Ich glaube, da ist gleich eine ganze Schere verbraucht hier schon. Von den paar Schafen. Einen ganzen Stack haben wir da schon wieder, ne? Genau. Das Problem ist, dass ich habe das Tor aufgelassen. Ich werde die gleich mal ein bisschen ärgern müssen. So, ihr solltet hier weggehen. Rein da alle, los. Na gut, wenn ihr nicht hören wollt, müsst ihr eben fühlen. Also das nächste Mal gibt es Hammelbraten. So, es gibt bald Hammelbraten. Es tut mir sehr leid, aber der Platz ist reserviert. Ich hoffe, mein Hase ist nicht draufgegangen. Nein, der ist da hinten noch. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder den Platz für uns. Und wir sind am Ende einer geschlachtenden Staffelfolge. Und wir werden hoffentlich auch wieder Veganer werden. Mit dem ganzen Obst, ups, was hier so liegt. Der Brunnen wird auch nochmal verfeinert. Guck doch mal. Hallöchen, na? Bist du schon eingezogen? Ja, so ganz ohne Fenster ist auch blöd, ne? Ich weiß. Na du? Was bist du dann? Pfeilmacher. Tach Pfeilmacher, ne? Was brauchst du dann? Seile. Okay. Ja, Seile kann ich dir bringen. Du willst Seile? Okay, dann müssen wir mal runter, ne? Und hier drüben wohnen Mama und Papa. Wo sind eigentlich Mama und Papa? Wo sind die eigentlich? Ah, hier steht einer. Du weißt schon, dass es dunkel geworden ist. Waffenschmidt. Wo ist denn deine Frau? Wow, wow. Ja. Irgendwie fehlt die Frau, finde ich, ne? Kann es sein? Hier fehlt ja noch ein Bett hier drin. Ja, dann müssen wir nochmal was machen, ne? Also, Leute, Freunde. Wir bauen nochmal die Wolle an die Wand.
Und geh mal schlafen. Und dann wünsche ich viel Spaß bei der nächsten Folge. Also macht's gut. Tschüss. Und Hunger habe ich auch schon wieder. Mist. Und dann muss ich mir was essen gehen. Und Lammbraten. Schlafen gehen. Folge beenden. Tschüss.